schaut sich gut aus. Ich kann nochmal dran erinnern an den Abstand, bitte. Black Lives Matter. Ich fühle einfach, dass es eins geben muss und dass es nicht viele geben kann. Gewalt ist keine Lösung. Das ist mir wichtig. Ich bin einfach für die Gleichheit der Menschen auf der Welt. Also weltweit, egal. Also schwarz, weiß, alle Religionen unabhängig. Alles gleich. Wir haben kein Verständnis für Rassismus, Hass auf schwarze Menschen, Antisemitismus, Islamophobie und irgendwas, was Menschen diskriminiert. Das hat hier keinen Platz in dieser Stadt Frankfurt am Main. Ist Jackie? Um gegen Rassismus zu demonstrieren. Ganz einfach nicht nur um auf die Polizeigewalt aufmerksam zu machen, sondern auch, dass Rassismus in Deutschland noch besteht. Und zwar sehr oft und generell täglich. Darum sind wir hier. Mir ist wichtig, dass wir alle endlich gleichgestellt sind und dass wir ein Zeichen setzen damit und dass wir zeigen, dass das, was momentan abgeht, falsch ist. Und mir ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass es nicht um extremen Rassismus geht, sondern um Alltagsrassismus und Systemrassismus und dass dagegen angegangen wird. Ich bin heute hier, weil ich der Meinung bin, dass gerade in Deutschland die Meinung bezüglich Rassismus, bezüglich der Ablehnung gegen farbige Menschen, egal ob es Afroamerikaner sind oder woanders her, dass es gestärkt werden muss, dass die Leute merken, was ist eigentlich gerade in den USA los. Ich habe das Gefühl, dass viele in Deutschland das überhaupt gar nicht mitkriegen momentan. Und wir wollen den Leuten einfach ein bisschen die Augen dafür öffnen.